Das ist auch so eine Sache, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. So viele, ich bin runtergefallen, so viele YouTuber haben irgendwie Beziehungen durch YouTube gefunden. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Survival Games und natürlich auch ein paar Infos bei mir. Geh weg. Mein Gott, da stellen die sich so fein hin. So, zumindest Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Survival Games mit dem Timcast und auch einigen Informationen, was bei mir denn so auf dem Channel los ist. Wir spielen hier die wundervolle Map, die ich über alles liebe, Breeze Island, und wer die Ironie nicht erkannt hat, dem weiß ich auch nicht mehr zu helfen. Nein, dem sei es nicht verziehen. Dem sei es nicht verziehen, also man konnte es eben wirklich nicht erkennen, aber ich würde sagen, wir rennen schnell mal in die Mitte und ich werde gleich mit der Faust geschlagen von irgendeinem Boah! Dann schlagen die einen gleich mit der Faust. Da ist das ein behinderte Gockel. Tim, komm in meine Richtung, komm bloß in meine Richtung. Das ist dieser Typ da, der schlägt einen gleich. Der, was soll die Scheiße? Schlag jemand anderen, komm, wir hauen schnell ab. Komm mit. Schnell zum Schiff, plus. Komm mit. Schnell zu diesem Schiff da. Oh Gott, das ist schon der erste, aber den. So, schnell zum Schiff. Los zum Schiff. Okay. Wir sind, glaube ich, echt die Ersten, die zum Schiff schwimmen. Das ist perfekt. Das wäre geil. Ich hoffe, dass es das richtige Schiff ist, weil es gibt ja mehrere, aber das ist das etwas kleinere. Aber ich hoffe, dass es da auch ein paar Kisten sind. Vielleicht haben wir einen besseren Start als letzte Runde. Die ist nämlich ein bisschen schief gelaufen. Aber gut, gut. Das ist das erste Video von mir seit über einen Monat? Ich weiß es nicht. Doch, von mir seit, auch. Ich weiß es echt nicht mehr. Zwei, drei Monate. Von Timcast auch. Also Tim und ich, wir arbeiten momentan an etwas anderen Dingen, die jetzt nicht unbedingt mit YouTube zu tun haben, vielleicht auch doch. Also generell erst einmal, also es hatte verschiedene Gründe, dass ich jetzt nichts gemacht habe. Wie es bei Tim Korsen aussieht, weiß ich persönlich nicht. Oh, da ist eine Doppelkiste. Ja, da ist eine Doppelkiste. Oh, ich hab eine Axt für dich. Ah, okay. Dann hast du ein Holzschwert. Ich habe aber auch schon ein bisschen Rüstung. Was perfekt ist, und Essen auch. Das ist super. Und Flint und Pfeil und Federn. Das heißt, wir können uns auch Pfeile machen. Sollten wir noch irgendwas dafür finden? Pass mal ein bisschen auf Namensschilder, die da von irgendwo herkommen könnten. Yep. Ja, gut. Also bei mir waren es echt ein bisschen andere Gründe. Auch teilweise die Motivation. Nicht nur, aber ein bisschen lag es auch an der Motivation. Und ich meine, um Videos zu machen, muss man motiviert sein. Ich meine, es gibt bestimmt Kanäle, die machen das nur wegen, keine Ahnung warum. Wegen Geld und Frauen. Wahrscheinlich wegen Geld und vor allem Frauen. Das ist echt, also YouTube, ihr findet dadurch definitiv so viele Frauen. Das ist echt genial. Also, das ist super. Durch YouTube. Mal ausprobieren. Das ist auch so eine Sache, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. So viele, ich bin runtergefallen, so viele YouTuber haben irgendwie Beziehungen durch YouTube gefunden. Ich weiß ja nicht, das ist, glaube ich, bei Ungespielt so, ne? Die Katie Cake, ja. Die hat er, glaube ich, durch YouTube kennengelernt, ne? Mhm. Ich weiß es irgendwann nicht. Irgendwann mal? Nordop, glaube ich, auch. Venikraft, glaube ich, auch. Ja, ich glaube, der auch. Zumindest auf der Gamescom dann, auch durch YouTube. Ja. Das ist echt extrem. Also, ich habe das Gefühl. Seuche schon. Das ist eine richtige Seuche. Ich habe das Gefühl, YouTuber haben irgendwie nur Beziehungen übers Internet. Ich weiß nicht. Das soll jetzt nicht abwertend sein, um Gottes Willen. Ist ja jedem selbst überlassen. Für mich persönlich wäre es jetzt nichts, aber es ist einfach so. Es zeigt so ein bisschen den Trend. Ich denke, generell geht alles immer mehr in diese Richtung. In der YouTuber-Liebe. Nein. Aber kommen wir mal zurück zum eigentlichen Thema. Also, bei mir hat das echt auch ein bisschen Motivationsgründe. Ich bin ja jetzt schon echt bald 2 Jahre auf YouTube. Nächsten Jahres im Januar sind es dann tatsächlich 2 ganze Jahre. Und es ist einfach das, dass momentan vieles normal ist, was früher echt richtig tabu war. Das sind so Sachen wie Caps, totale Caps-Titel, Bildüberschriften, Thumbnails, die das zeigen, was eigentlich überhaupt nicht im Video ist, wo man halt wirklich, was halt vielleicht ein bisschen was mit dem Video zu tun ist, wo man sich aber wirklich schon sehr weit herauslehnen muss, um da irgendwas bei zu erkennen. Ja, also wirklich Thumbnails, die weit, weit hergeholt sind vom eigentlichen Videothema. Das sind so Dinge, die waren früher einfach richtig tabu. Und die habe ich jetzt ab und zu mal ein, zwei Mal so ein bisschen, um ein bisschen zu probieren, gemacht. Aber dann eigentlich auch nicht. Und bei dir klingelt das Telefon. Jetzt klingelt es bei mir. Ja, ist egal, dann machen wir einfach weiter. So, ich habe auch ein Holzschwert und eine Steinaxt. Also, Steinaxt ist gleich gut wie Holzschwert, aber da ich mit dem Holzschwert Block hitten kann, werde ich, glaube ich, das Holzschwert benutzen. Brauchst du ein bisschen was zum Essen? Oder generell, du hast einen Helm und Hose? Ich habe
zwei Cookies. Okay, also ich kann dir hier gerade, also solltest du Hungerprobleme haben, sag mir Bescheid, ich habe noch ein bisschen was. Gut, dann würde ich sagen, weißt du, ob hier noch eine Kiste ist? Nee, ich glaube, hier ist keine. Oh Gott, 2,5 Herzen. Ich stelle mich so tollpatschig an, echt, das ist so schlimm. Ich hab eine neue... Was? In 60 Sekunden ist Deathmatch? Was? Oh Gott. Regenerieren. Oh Gott. Nein. Ich weiß es nicht. Warum in 60? Woher? Warum? Wieso? Weshalb? Wir sind nur noch 3 Leute. Wir können zu zweit auf den Eingang und haben die Runde gewonnen, ohne überhaupt irgendetwas gemacht zu haben. Das ist doch perfekt. Ich glaube, die haben sich alle gefistet. Naja, gut. Zumindest... Ja, das hat mir jetzt ziemlich lange auch so ein bisschen die Motivation geraubt, weil man hat da natürlich irgendwie so jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, sowas zu machen und lange Zeit wurde man, wie gesagt, dafür, da hinten ist der Typ, der hat Iron-Rüstung, der ist full Iron. Alter, hat der einen starken Bogen. What the fuck, wie viel Herzenschaden machen bitte schön die Bögen hier? Der wird uns beide killen. Geh nicht auf ihn los, es ist gleich Deathmatch. Bloß nicht auf den losgehen. Regeneriere dich. Ah, okay, wir sind hier wieder in der Mitte. Wir gehen beide auf ihn rauf, okay? Ja, klar. Ich bin hier rechts. Immer drauf. Zu zweit. Voll unfair und so. Wir machen jetzt zu unserem Spielball. Alter, der schießt schon mit dem Bogen gleich auf mich. Okay, der geht. Alter! What the fuck? Der killt uns beide. Der wird uns beide killen, ich sag's dir. Scheiße, Alter, kann sein, dass die... Scheiße, ich werde auch sterben. Wieso sind die Bögen hier so stark auf diesem Server? Das ist echt krass und vor allem, was ich richtig hasse, wenn er im Wasser ist, kann er mich einfach richtig leiden. Ja, ich bin tot. Okay. Schade. Richtig, richtig schade, aber ich denke mal, trotzdem, was ich hier sagen wollte, ist rübergekommen. GG Noobs. Ja, total noobig, ne? Also, wenn dann ein Full-Iron-Typ kommt... Das sind echt die geilsten Leute, die fühlen sich cool, weil sie irgendwie full Iron gegen... Okay, wir waren zu zweit, aber... Ach, naja. Trotzdem, da hilft auch der beste Skill nichts, wenn er halbwegs trifft. Ja, also wenn er Skill hat, dann hilft, glaube ich, so der beste Skill auch nichts. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der übelste Pro bin. Ich kenne genug Leute, die sich über meine Skills aufregen, aber dennoch würde ich mal sagen, bin ich nicht so schlecht. Naja, zumindest, was wir hier eigentlich sagen wollten... Oder zumindest ich, was mir sehr wichtig ist. Ich werde mal versuchen, so meine Motivation wieder ein bisschen aufrechtzuerhalten. Ich kenne viele Leute, die haben, also viele auch von meinen Abonnenten, da ich auch schon im Vergleich zu vielen neueren Let's Playern jetzt auch schon etwas länger auf YouTube bin, haben meine Abonnenten vielleicht auch ein bisschen was gegen diese Methoden. Aber ich denke mal, ich werde da auch jetzt meine Prinzipien so ein bisschen über Bord werfen und auch mal sowas in der Richtung machen und auch generell natürlich selbst versuchen, die Videos interessanter zu gestalten. Es ist so, Let's Playen ist nicht mehr einfach nur, ich spiele irgendwas und kommentiere dazu. Let's Playen ist mittlerweile echt eine Unterhaltung geworden. Let's Player du brauchst müssen, Geschichten. Ja, genau. Let's Player brauchen Geschichten, ob sie wahr sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Nein, man muss die Zuschauer unterhalten und das wollen wir dann hier erreichen in einer entspannten Atmosphäre. Und ich denke mal, ich werde jetzt auch demnächst ein bisschen mehr Videos mit dem Timcast machen. Auch wenn er jetzt hier nicht so oft zu Wort gekommen ist, aber der Timmy Boy, der ist doch ein recht sympathischer Typ. Und wenn wir uns so ein bisschen angehen in den Videos, dann habt ihr auch ein bisschen was zu lachen. Nein, gut, das kam jetzt also, hier gar nicht so rüber, um Gottes Willen. Gar nicht. Aber also der Hauptkonsens ist, wir sind wieder da. Wir sind wieder da, genau. Und Tim habt ihr zuvor nie bei mir gesehen, außer vielleicht ein paar Battle-Staffeln, aber wenn dann, als ich ihn gekillt hab, also... Oder in dieser einen, wo du mit dem Flugzeug auf einmal in unsere Basis geflogen bist. Ja, genau. Ich sag's ja nur. Ja. Ganz genau das meine ich. Und so viel dazu. Also ich werde demnächst wieder ein paar Videos machen. Bitte fragt auch jetzt nicht andauernd wieder wegen der Battle-Staffel, was denn mit dem Trailer ist. Ich weiß, ihr hasst mich alle deswegen. Aber Tim, möchtest du nicht ganz kurz noch etwas dazu sagen? Das Battle? Ja. Ja, weil wir ja irgendwie so alle immer so voll viel zu tun haben und so. Ist gerade so ein bisschen Arbeitsteilung. Es geht bald los. Es kommt, wenn es kommt, sagen wir es einfach so. It's done when it's done. Ganz genau. Ja. Also, nicht verzagen. Bevor wir jetzt noch 20 Minuten weiterreden. Gute Runde. Nicht? Und ja, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, also wenn... ich jetzt durch dieses Video motiviert bin, werdet ihr morgen auch wieder ein Video sehen, wenn ihr das hier seht, mit ein bisschen Glück oder Pech, je nachdem, kommt ja drauf an, ob ihr mich mögt.
Und deshalb würde ich sagen, einfach mal tschüss und bis zum nächsten Video. Diese neuen Prinzipien einführen? Diese neuen Prinzipien können wir machen. Jetzt müssen wir irgendwas sagen. Warte. Wir sagen jetzt... Wenn es euch gefallen hat, ja. Nein, das meinte ich gar nicht. Um Gottes Willen, bloß hör bloß auf. Nein. Okay, tschüss. Ciao.